hier drin wahrscheinlich. Ja. Haben wir ein bisschen Schwung für den Nehmer? Ja, die will das nicht heute in der Abendschau, also lass es kräftig rauchen. Ein bisschen Hintergrundmusik, wenn es da vor 20 Jahren ist, hätte ich spektakulär gefunden. Ja, jetzt ist scheiße, jetzt ist eigentlich ja. Gut, wie lange braucht ihr noch? Ach, dann wirst du gleich angesagt, fuck you, das ist noch keine Musik, weil jetzt kommt Prinz. So sieht es nicht mal aus, mein Lieb. Ja, wenn ich so lange spielen würde ich sagen, das machen wir schon. Nee, wir haben keinen Stromanschluss hier. Okay. So, ich habe ja leider Weitergabeverbot. Ich muss als Patient die Betäubungsmittelsicherheit wahren. Ich halte mich darauf dran. Ich muss das leider alleine vernichten. Und in 2 Minuten fängt Diesel Spinjak an. Und das ist für mich die Gelegenheit, die Afterparty heute Abend mal anzusagen. Im Club Humboldtheim. Flyer liegen auch hier vorne aus. Im Wedding. Und Spinjak wird heute Abend auch auflegen. Der andere Floor wird mit Reggae und Dancehall geteilt werden. Und alles wird elektronisch? Okay, dann nehme ich das zurück. Es wird alles elektronisch und ja, DJ Spinjak wird jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Kostprobe geben, wie es heute Abend dann klingen wird. Ja, DJ Spinjak. Mapping. Achso, soll da schon was kommen? Nein. Dann mach mal. Mach ganz in Ruhe. Kein Stress, ja. Ja, okay, gut, dass du das sagst. Los, kein Stress. Und? Ja. Mach ganz in Ruhe. Ja, das sollte funktionieren. Ja. Ein bisschen mau ist das mit dem Strom, aber. Ich glaube, es sollte für so 2 Stunden. Ja, das mit dem Sound, das dauert noch einen Moment. Ich nutze die Gelegenheit mal, um eine kleine Story zu erzählen. Dreh dich mal bitte nach vorne hier. Dreh du dich. Der Daniel von 420 Berlin hat mir heute erzählt, seine Sticker werden des Öfteren abgerissen. Das liegt daran, bei uns in Deutschland, 420 ist eigentlich auf der ganzen Welt, wird es heftiger oder intensiver penetriert als bei uns. Das liegt ganz einfach daran, dass bei uns der Tag politisch ein bisschen vorbelastet ist. Es ist politisch eigentlich nicht korrekt, an dem Tag lustig zu sein, ja, weil da ein sehr unlustiger Mensch Geburtstag hatte. Und der Daniel hat vor einer ganzen Weile sein 420 Berlin gegründet und hat da gar nicht dran gedacht in dem Sinne, dass es da solche Affinitäten gibt. Und jetzt wurde mir erzählt, es wurden schon Sticker abgerissen, weil die Leute dachten, der Daniel hat irgendwas mit Nazis oder Rechtsradikalen zu tun, ja, weil das ein schwarz-roter Schriftzug mit 420 ist. Deswegen mein Appell, verbreitet das auch an eure Freunde, besonders hier in Kreuzberg, also 420 Berlin hat nichts mit Nazis zu tun, das ist Daniels Kanal und der macht da Filme zur Cannabis-Legalisierung. Ja. Arvid? Jetzt sollte was laufen. Ja. So, und jetzt gehe ich von der Bühne runter und T-Set und Associated. Sorry, wie war das? T-Set und Associated werden auflegen. Dissociated und Beathead. So, jetzt habe ich Dissociated und Beathead. Und ja, das werdet ihr heute Abend auch sehen können, wenn ihr in Humboldt reinkommt, in so Humboldt. Viel Spaß.
Dann habt ihr mehr Platz. Ja. Hey. Ja. Keine 40 Stunden mehr. Dann sagt er, dann kriege ich auch keine Vollzeit mehr. Das bedeutet, ich kriege weniger als von dem, was ich angefangen habe. Das sind halt so wenig, dass ich mehr als wirklich. Das bedeutet, ich habe erst Hartz IV beantragt, weil ich ja wusste, dass vielleicht einer von meinen ehemaligen Arbeitgebern ewig braucht, einen Zettel aufzuschreiben. War auch so. Und jetzt habe ich den Bescheid bekommen, es ist das weniger, es ist freier. Aber das Coole ist, Miete ist gezahlt, mir reicht. Okay. Ja, bei mir ist es auch noch okayes Geld so. Davon kann ich leben auf jeden Fall. Aber ja, ich will mal auch bald meine Schulden begleichen bei anderen Leuten. Glück habe ich keine. Wirklich geil, wie es heute hier voll ist. Es ist mega letztlich gut geworden. Ja. Ich muss mal auf meine Sachen aus. Ich muss meine Beine nehmen. Ich muss da gar nicht auf die Beine. Ich muss da gar nicht auf die Beine. Ich muss da gar nicht. Ich darf die Bilder immer zu Hause.